Ich habe hier meine liebreizende Assistentin und die blende ich euch jetzt einfach mal ein. Voila! Das ist, wie schon oft erwähnt, einer meiner geliebten Puppenköpfe. In diesem Fall ist das Olga. Und Olga bekommt heute eine Komplex 5 Behandlung von mir. Im Salon mache ich eine solche Behandlung tatsächlich am Stuhl. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das auch übers Becken zu machen. Ich persönlich mache so eine richtig tiefe Massage oder eine Massage, die mehrere Steps beinhaltet, direkt gerne am Stuhl. Jetzt haben die wenigsten von uns eine Möglichkeit, irgendwie eine Nackenstütze in den Nacken zu setzen. Deswegen empfehle ich, baut euch aus 4 bis 5 Handtüchern eine Nackenrolle. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Das ist nicht das schönste Handtuch, ich gebe es zu. Aber so kann das aussehen. Das sind innen 4 Handtuchrollen und dann das letzte Handtuch habe ich oben drüber komplett gezogen und dann hier an den Seiten in die Rollen eingeschlagen. Das ist so von der Größe her, dass ich das wunderbar vor mich packen kann und meine Kundin auf der Höhe, die ich sie dann eben brauche für mich zum Arbeiten, dass meine Armhöhe und meine Fingerhöhe zum Massieren okay ist, dort den Nacken in dieses Nackenkissen legen kann. Ich habe den Kopf parat, aber ich habe keine Nackenstütze oder Kopfstütze, die mir irgendwie im Weg ist. Ist ein super Trick, den ich mal gelernt habe in dem Salon, in dem ich gearbeitet habe, und es ist eine brillante Variante, um dieses Wohlfühlerlebnis auch wirklich herzustellen. Weil die Leute sind frei, sie müssen den Kopf nicht halten, können sich fallen lassen und ich selber kann arbeiten am Kopf. Von diesen Nackenrollen kann ich nur empfehlen, 2 zu haben dann. Wenn ich Astera Fresh habe und Komplex 5, dann nehme ich jeweils immer die passende Rolle. Aber ich kann schon mal ein paar kleine Tropfen von dem Produkt hier auftragen, gibt es der Kundin schon mal zum Riechen, Inhalieren, dass die schon so ein bisschen Gefühl bekommt und einfach schon ankommt und ruhiger wird. Ist eine super Technik, um die Leute halt auch darauf einzustimmen, dass jetzt Entspannung herrscht. Da die liebe Olga aber auf einem Stativ hier wunderschön hält, kann ich euch besser zeigen, wie ich das Ganze mache, indem ich Olga per se auf dem Stativ hernehme. Ich nehme dazu dann mein Komplex 5 Produkt her und dieser Aufsatz hier ist schon so gemacht, dass ich den an die Kopfhaut ansetzen kann und damit, sobald ich das Produkt herumbewege und auflege, kommt da Produkt raus. So von sich aus, seht ihr schon, läuft das dann raus und ich kann anfangen, damit in die Kopfhaut einzuarbeiten. Ich muss euch nicht erzählen, wie die Kopfmassage funktioniert. Nichtsdestotrotz würde ich euch gerne ein paar Hinweise geben auf die Dinge, die ich über die Jahre dazugelernt habe, die mir viel gebracht haben. René Förderer teilt den Kopf beim Massieren immer in der Mitte und sagt, okay, ich trage auf und bearbeite immer 2 Partien. Sprich, wenn ich den Kopf jetzt hier anfange aufzuarbeiten, dann nehme ich mir das Produkt her und gehe mit kleinen Friktionen die Kopfhaut entlang. Das kann ich scheitelweise tun. Allerdings macht es mir das sehr einfach mit diesem Aufsatz, das flächig aufzutragen. Meine Empfehlung auch, wenn ihr das auftragt, haltet immer schön eine Hand am Kopf, weil ihr wisst alle, dass Massage davon lebt, dass die Hände nie vom Kopf genommen werden. Ich habe das gleich mal komplett aufgetragen. Keine Sorge, dieser Aufsatz verknotet nicht die Haare. Ich muss auch keine Angst haben, dass ich hier irgendwie an der Kopfhaut rumreiße oder an den Haaren rumreiße. Es ist ein sehr angenehmes Gefühl. Wenn ich euch jetzt die Möglichkeit geben würde, hier riechen zu können, dieses ätherische Orangenöl ist in der Luft und es ist ultra angenehm. Das entspannt auch alleine schon der Geruch an sich. Das hilft euch wiederum, entspannt zu sein, auch bei der Massage, nicht hektisch zu werden oder nicht zu schnell irgendwelche Griffe zu machen. Dann spricht René Förderer davon, mit der flachen Hand über die Kopfhaut mit einem gewissen Druck hier das Produkt von hinten nach vorne, also sprich vom Nacken zur Stirn zu arbeiten, um es halt wirklich in die Kopfhaut einzumassieren. Das ist eine schöne Variante, gerade wenn man das mit beiden Händen macht, man hat halt unglaublich viel Kontrolle und wenn die Kundin sich auch wirklich fallen lässt in die Hände, dann muss ich auch nicht die Angst haben, dass ich zu viel Druck nutze und dass ich in dem Falle irgendwie wehtue. Das ist eine wunderschöne Variante. Meine Empfehlung hier ist allerdings, die Daumen ein bisschen losgelöst davon zu benutzen, gerne noch ein paar Friktionen mehr zu machen, um hier halt auch einfach ja, schon einen gewissen punktuellen Effekt herzustellen. Was man beim Kopfmassieren immer beachten sollte, finde ich, das ist jetzt meine Meinung, ist einerseits, wie gesagt, den Kontakt immer beizubehalten über die komplette Arbeitszeit, dass ich auch immer, wenn ich Hände wechsle, eine Hand irgendwo lasse und dann in die nächste Position bringe. Was ich auch wichtig finde, ist, dass ich selber halt diese Ruhe mitbringe und ausstrahle, dass ich weiß, wo meine Meridiane sind auf dem Kopf. Die sind nämlich einmal hier in der kompletten A-Linie von der Stirn bis in den Nacken.
da ist es so, dass ich empfehle, nach oben zu arbeiten, sprich vom Nacken in die Stirn zu arbeiten. Das kann ich entweder, indem ich meine Hand hier vorne auf der Stirn lasse und dann von hinten her den Nacken nach oben über den Scheitelpunkt arbeite. Oder aber ich kann das natürlich auch tun, indem ich beide Hände an den Kopf lege und dann mit beiden Daumen über diese Mittelmeridianlinie wandere. Was ich auch machen kann ist, der zweite Meridianpol ist immer um die Ohren herum. Dieser Weg hier von den Ohren direkt herum bis in den Nacken rein ist auch unglaublich entspannungsfördernd. Und der dritte größte Punkt, den ich finde, der für mich, wenn ich selber eine Kopfmassage kriege, den größten Unterschied macht, ist beim Druck so eine Art Wellenbewegung herzustellen. Das heißt, ich übertreibe das jetzt mal. Man sagt, okay, im Normalfall auch bei der Kopfmassage am Waschbecken würde ich ja immer diese Friktionen arbeiten und ich hätte im Normalfall halt immer irgendwie den gleichen Druck. Entweder sehr viel, weil ich sehr kräftig bin, oder eher sehr wenig, weil ich eben auch nicht so hart aufdrücken möchte. Ich finde es immer am ultra angenehmsten und es holt mich so richtig ab, wenn ich Partien habe, die einen Druck haben und dann ich wieder mich zurücknehme, um dann wieder den Druck anzupassen. Immer so ein Auf und Ab, so eine Wellenbewegung. Also für mich ist das die entspannteste und beste Version bei einer Kopfmassage. Solltet ihr das so noch nie bedacht haben, dann probiert es mal aus. Das ist echt eine abgefahrene Kiste. Wenn ich Komplex 5 jetzt so weit eingearbeitet habe, es gibt euch keiner vor, wie das zu tun ist. Es gibt eine Empfehlung, aber ihr wisst alle im großen Teil, wie das funktioniert. Und jetzt lege ich Olga hier mal auf wirklich die Variante, wie ich es am Becken... Jetzt packe ich Olga mal auf die Variante, wie ich es am Platz machen würde. Ich habe hier meine Nackenrolle. Ich nehme die Haare von Olga zurück und lege diese Nackenrolle so auf Gürtelhöhe bei mir, ein bisschen drüber, also kurz über dem Gürtel. Und dann lege ich mir Olga mit dem Nacken in dieses Kissen hier rein. Ich habe ein Stück, ich muss ein bisschen Druck dagegen legen. Olgas Nacken hält das aber auf der Höhe, die es soll. Funktioniert mit einem Puppenkopf nicht so gut, mit einem echten Menschen allerdings. Und dann habe ich hier natürlich das große Glück, dass ich die Hände frei habe und überall hinkomme. Meine Empfehlung ist halt auch wirklich, nutzt die Dinge, die ihr wisst. Das heißt, große Friktionen, die ihr mit der kompletten Hand machen könnt. Ihr könnt auch einfach nur ausstreichen. Meine Empfehlung ist, arbeitet den ersten Teil, also so 5 Minuten sollte so eine Kopfmassage gehen, arbeitet den ersten Teil, die ersten 2,5 Minuten von den Nacken in die Front, in die Stirn und dann von der Stirn in den Nacken, sodass ihr einen letzten Ausstreichgriff oder eine letzte Variante in den Nacken arbeiten könnt, bis er dann bei den Schultern rauswandert. Wie gesagt, ich muss euch nicht erklären, wie das funktioniert. Ihr kennt das. Ich will bloß noch ein paar Anregungen geben. Eine Sache, die ich ganz oft schon gesehen habe, die ich anfangs strange fand, aber am Kopf tatsächlich ziemlich cool, ist, wenn ich mit den Fingern über die Kopfhaut wandere und dann so eine gewisse rüttelnde Bewegung mache. Lockert unglaublich gut auf und keine Angst haben, das rüttelt jetzt auch nicht die Leute wach. Wenn ich das mit dementsprechend viel Gefühl mache, dann hat das eher so einen Effekt der Auflockerung, ähnlich wie beim Sport. Und wenn sich ein Kunde wirklich auf eine Massage einlässt, dann nimmt er das als angenehm wahr. Das sind das TheraFresh und Komplex 5 von René Förterer. Im nächsten Teil dieser Serie werde ich dann über die Produkte gehen, die Schönheitsprodukte sind bei Ihnen. Das heißt, Dinge, die sich auf Haarfarbe zum Beispiel spezialisiert haben, Dinge, die Blondprodukte sind, Volumen oder auch Lockenserie. Und im letzten Teil wird es darum gehen, welche Art von tiefen medizinischen Pflegeritualen gibt es denn auch noch bei der Firma. Dann kann ich euch nur viel Spaß beim Massieren wünschen. Ist auch eine Variante, die als Wellness zu Hause durchaus durchgeht. Und freue mich schon auf den nächsten Teil mit euch, mit René Förterer. Mein Name ist Tom, das war Pulse of Beauty.